Baden. Du hast Bewegung, wie alle anderen auch. Baden. Ja. Tiger auch? Tiger brauchen auf jeden Fall Wasser. Ganz dringend. Die müssen baden. Und ist es wichtig, dass hier in Berlin Menschen und Tiere irgendwie zusammenfinden? Wie kann das gehen, sowas? Es kann gar nicht anders gehen. Berlin ist voll mit Menschen und Hunden. Und man muss sich halt begegnen. Ja, Tiger kommen auch vor. Tiger gibt's auch. Und da muss man Kompromisse finden. Auf jeden Fall. Okay, danke schön. Fritzina wollte irgendwas filmen, dann warte ich noch. So, Fritzina war, da kann er das schön fotografieren. Das ist das Zeugenbild. Der geilste Spruch an dem ganzen Dienst war, ja, hast du da eine größere Pumpe eingebaut? Pustet dir direkt besser weg. Ja, das hässliche Blümchen muss da gleich auch. So, jetzt brauchen wir das Ding, wie man das A da hinten, weil die Schraube nicht so an. Ja, die ist ganz so. Alle Atemmotoren. Hallo und herzlich willkommen bei... Es ist nicht ganz so schlimm, wir haben ein klein bisschen Delay diesmal wieder, aber das ist auch gar kein Problem. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Berlicon, herzlich willkommen, liebe Couchgruppe. Schön, dass ihr alle hier seid oder schön, dass ihr alle zuhört. Ach so, ja, natürlich, ich auch wieder meinen Co-Moderator bzw. Techniker Lizard hier. Der wurde auch extra eingeflogen oder hat sich eingeflogen mit dem Auto. Hallo. Wunderbar, dank dir, dass du da bist. Ich habe gleichzeitig einen grandiosen Musiker und Barkeeper hier bei mir im Interview. Ja, wann geht's denn bei dir los, Gara? Ja, wie versprochen, zur First- und Siegerehrung werden die ersten sektbasierten Getränke zur Verfügung stellen, um ganz edel zu degustieren und sich zu freuen, dass man doch mit seinem First und das Großartiges geleistet hat.
Das ist so gegen 22 Uhr und gegen 22.15 Uhr werden wir dann mit der großen Bar langsam anfangen. Und, ja. Könnt ihr auch mit der kleinen Bar schnell anfangen? Du hast dann nur auf Mojito mit viel zu viel Zucker. Das ist super, der ist lecker. Boah, das ist schon gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Wir sehen von hier aus sogar im Webstream. Wo soll denn der sein? Wenn ihr ihn findet, sagt mir, wo er steht. Für den Glas in der Hand. Wer bist du denn? Ich bin Luxen. Luxen, hallo. Hallo, Neo. Hallo alle Zuhörer an den PFR-Streams zu Hause oder wo auch immer ihr gerade seid, in den Gängen. Was sagt denn dein Magen? Mein Magen sagt, gut, bin ich nur noch 5 Meter vom Suppentopf entfernt. Ja, also ich sehe dich jetzt schon. Du siehst mich jetzt schon, ich bin A geblendet und B ist hier nicht. Ja, jetzt sehe ich dich. Ja, ist eine ganze Enttäuschung, aber Kina sehe ich auch schon. Kina, du bist A. Super. Wir kommen jetzt zum Berlikon Dance. Das ist der Moment, wo nicht nur angefangen wird, langsam Cocktails zu machen. Das ist auch der Moment, wo ihr anfangen könnt, auf diesem Tanzplatz zu tanzen. Ich probiere jetzt mein Bestes. Mein Bestes ist sicherlich kein Tiger, sondern irgendwie eine Man-Katze und ich kann besser Scheiße labern als Scheiße zusammenrühren. Beziehungsweise gute Musik zusammenrühren. Wir machen das hier. Gebe er mir den heiligen Spaten des Vergehens. Ich bin wieder richtig Spaten. Das ist sicher mein Darm. Ja, geh nicht deine Mutter ist hier ausgelaufen. Du schmeißt nicht den Sand da rein, oder? Merke, Sand brennt, finde ich gut. Was ist denn das? Spiritus? Nee, ne? Das ist eine dumme Idee, Asgar. Das Spiritus ist das Spiritus. Auf der schöne Stuhl. Takeru, wie ist die Anschrift deiner Mutter? Deine Mutter ist überall. Hier bist du, Muffy. Man sieht dich ja kaum noch vor lauter Nebel. Ich bin im Hochschwarzwald. In der Nacht. Nebel. Ja, Berlin ist eine Wolke und ich gehe mittendrin. Im Schwanzwald. Sei willkommen im Schwanzwald, wo Bäume Brachflüsse sind. Die sind 20 cm hoch, wenn du sie reißt, dann